Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe Anfrage bekommen, mal wieder, und das passt dann mal wieder wie die Faust aufs Auge, ob ich ein Produkt von der Firma vorstellen wollen würde. Beziehungsweise, die haben mir erst geschrieben und die hatten so eine Babymatte mit Dings drüber und so Babyspielzeug. Das habe ich geschrieben, ey, sorry, das ist, meine Tochter ist zu groß dafür. Und wenn ich das darüber, klar könnte ich ein Video darüber machen, aber dann liegt das hier auch wieder rum, weil ich kenne jetzt keinen, der ein Baby hat, der das unbedingt haben wollen würde. Dann haben sie geschrieben, ja, wir haben hier noch was anderes. Dann haben sie geschrieben, was? Und dann haben sie gesagt, also im Titel habt ihr das vielleicht ja schon gesehen. Ein ferngesteuertes Auto. Und da habe ich natürlich gesagt, what the fuck? Yes, nehme ich. Ja, klar. Ab 6 Jahre soll der sein. Ich spiele mit der Kleinen damit. Die wünscht sich nämlich seit Wochen ein ferngesteuertes Auto. Und jetzt kam das. Und da habe ich natürlich gesagt, machen wir. Passt wie die Faust aufs Auge. Die Kleine weiß noch nichts davon. Das werde ich ihr nachher sagen. Wir werden das jetzt aber erstmal auspacken und dann muss ja Batterien rein. Und dann wollen wir ja. Ach, hier gerade ein Haare waschen wieder. Haare waschen ist momentan mal wieder ein bisschen schwer. Nicht das Haare waschen an sich. Luna hasst es, wenn mit der Brause oder so das Wasser auf den Kopf kommt. Baden gehen, kein Problem. Im Badeanstalt, Freibad, alles überhaupt kein Problem. Aber Haare waschen, direkt was, also tauchen nicht, tauchen mag sie nicht. Aber so Brause oder mit einem Becher, egal wie, Wasser auf den Kopf machen, geht gar nicht. So. Oh, der sieht aber geil aus. Ui, 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 ui. Oh, der sieht ja richtig. Ach, das ist kein. Ach du Scheiße. Das ist nicht mal fake. Da kommt wirklich Nebel vorne raus aus den Nüstern. Ich habe gedacht, das ist jetzt einfach nur, um es dramatisch zu machen. Wir haben hier irgendwie so einen Wassertank. Den können wir hier oben schließen. Mit dem Hörnchen. Dinosaurier? Nee, kein Dinosaurier. Du hast es jetzt zu früh gesehen. Aber ist egal. Da müssten wir gleich nochmal in die Ansicht wechseln, weil hier sind Kartons mit bei, die Räder sind nicht dran. Das gucken wir uns dann gleich mal genauer an. Was ist das? Das wirst du gleich sehen, Hasi. So, wir wechseln mal kurz in die Unboxing-Ansicht. So, wir haben mal gewechselt. Wie gesagt, was ich euch gesagt habe, hier ist offen. Da müssen wir mal gucken. Das wusste ich gar nicht so. Ich glaube, wir hatten so einen Link von einem anderen Auto geschickt. Also so sieht das mal von der Seite. Ja, auch hier, das ist weich. Das ist voll cool. Und auf den Rädern ist jetzt nichts drauf. Und dann haben wir hier praktisch An- und Aus-Schalter. Auch ein dicker Schalter. Ja, dass man das halt vernünftig drücken kann. Achso, hier ist dann eine Schraube, glaube ich, dran. Oh, da muss ich mal gucken, ob ich einen kleinen Schraubenzieher überhaupt habe, der da reinpasst. Und meine Brille brauche ich. Achso, die muss ich mir dann gleich holen. Wartet mal. Ja, meine irgendwie. Ich habe hier so eine Grundlichtlampe oder was das ist. Die hat eigentlich immer gut funktioniert, bis sie Josie in der Pfoten hatte. Seitdem ist sie halt. Ja, so. Und ich habe schon 3-mal neue Batterien reingemacht. Also an den Batterien kann es eigentlich nicht liegen. Rein theoretisch.
Naja, egal. Ich habe ja auch noch. Ach, jetzt. So. Und wie steuert man das Auto? Das weiß ich nicht, das werden wir gleich sehen, Hase. Mein kleines Pupsi. So, jetzt mache ich mal Trick 17. Ich fokussiere mir das. Mach mir ein Foto. Mach mir das Foto auf. Hoppala, das dürft ihr nicht sehen. So. Weil Frauchen und ich wollen ja nicht, dass die Kleine. Gut, das hat jetzt nicht so toll geklappt. Nee, da ist nichts drin. Also sieht nicht aus, als wenn da eine Schraube ist. Aber doch, da ist aber irgendwas. Oder muss man das einfach nur runterdrücken? Ach! Nur runterdrücken. Ist ja cool. So, und dann. So. Und hier haben wir dann. Ah, da ist ein Akku-Pack, kommt da rein. Seht ihr das? Ein Akku-Pack. Gut, dann können wir das schon mal beiseite packen. Dann nehmen wir erstmal das rosane Paket, was hier mit bei ist. Machen wir euch ein bisschen was höher. Ja. Dass ihr vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Müssen wir erstmal gucken, wo wir das aufkriegen hier. Hier. Oh Gott, sind da dicke Reifen drauf. Und Gummi. Also die sind weich. Geil. Alter, wird die Kleine Freude haben. Und hier ist das Akku-Pack. So. Ach, das ist die Fernbedienung. Wie ein Controller gemacht. Nochmal einen Reifen und nochmal einen Reifen. So. Es sieht richtig geil aus. USB, ach, USB zum Laden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja auch eine Anleitung mit bei. Jetzt muss ich mir aber doch erstmal meine Lesebrille holen. Weil sonst sieht es schlecht aus. So, Reifen mal beiseite. Fernbedienung. Oh, ist ja easy erklärt hier. On, off. Na, das wissen wir ja. So, da sollen wir mit dem Schraubenzieher rein und Batterien rein. Dann fangen wir erstmal damit an. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Auch nur reindrücken und dann kann man das aufmachen. Da kommen zwei Batterien rein. Ja, das können wir nachher machen. Das ist ja ganz easy. Also den Mechanismus finde ich so ja cooler als mit diesen komischen lästigen Schrauben. Weil hier, ich brauche nichts Schrauben hier. Einfach nur reindrücken, zack. Und genauso ist es mit dem Akku-Pack. Also richtig geil. Weil diesen Mechanismus mit diesen kleinen, ich sag mal, Wichsschrauben, die da drin sind, die sind echt kacke. Die machst du, die schraubst du 3-4 Mal raus, dann ist da nichts mehr mit Schrauben. Ist richtig nervig, richtig kacke. Aber hier, geil. Oder kommt hier so ein Pack drin? Nee. So. Ach, wir haben einen Ersatzakku. Ist ja geil. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier steht alles erklärt, vorwärts, rückwärts, links, blablabla. Das muss ich dann erstmal rummachen. Hier ist die Connect-Taste. Aha. So. Hier ist auch nochmal alles erklärt. Vorwärts, links, rechts, rückwärts. Hinten hier haben wir einen Knopf. Ach, dann hebt er die Vorderachse hoch. Da hebt er auch die Vorderachse? Aha.
wie man steht. So. Achso, da. Hier. Da. Öffnen Sie den Stopfen und füllen Sie Wasser über den Wassereinfüllstutzen und setzen Sie den Stopfen wieder auf. Ach so, Wasser. Wasser sollen wir da reinmachen. Okay, das werden wir machen. So, dann haben wir hier praktisch Schrauben. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich für die Reifen sein. Zwei Akku-Packs und ein USB. Achso, mit dem Adapter für ein Akku-Pack. Sieht ein bisschen aus wie vom PC-Lüfter, so ein bisschen. Oder RGB-Beleuchtung für den PC. Ach, hier steht es auch. Hier. USB-Kabel. Und da kommt die Batterie ran. Das heißt, wir können halt praktisch einen leer fahren und einen voll machen. Und wenn der voll ist, dann können wir halt tauschen. Knorke. Das ist ja geil. So, das werden wir auch gleich mal testen. So. Hier auch, wie wir das aufmachen, das haben wir ja schon gesehen. So. Knopf, bla. Anmachen, bla, Sülz. Ja. Aber mit den Schrauben habe ich jetzt noch nicht gefunden, wo man hier Schrauben reinmachen soll. Also das erschließt sich mir laut Anleitung leider noch gar nicht. Ja, das kriegen wir schon hin. Ist ja auch keine Raketenwissenschaft, würde ich sagen. So. Ach, alles klar. Ich habe es mir fast gedacht. Ja. So. Die müssen dann hier praktisch rauf. Und dann... So, dann... Nee. Ach, jetzt. So. Also am besten das Rad abmachen. Also nicht ranmachen. Die Schraube rein und dann halt festdrehen. So, jetzt ist fest, würde ich sagen. Geht immer noch ein bisschen, aber ich weiß nicht. Dann machen wir noch ein bisschen fester. Weil noch kann ich drehen. Ich denke mal, wenn ich nicht mehr drehen kann, jetzt. Oder? Nee. Jetzt. Ja, jetzt ist fest. Jetzt geht es gar nicht mehr. So, dann halt das nächste Rad. Hier einfach die Schraube reinplumpsen lassen. Oh, jetzt ist es verkehrt rum. So, dann ist es so. Seht ihr das? Und die guckt dann nämlich hier unten. Kann ich euch jetzt oder doch? So, ich mach mal den Schraubenzieher hier rein. Dann seht ihr das, dass die da so ein bisschen rauskickt. Ja, und dann macht er sie einfach hier hinten aufs Auto rauf. Ich bin fertig, sag es mir. So. So. Ist das jetzt richtig? Nee, ist falsch, oder? Au! Ich muss nochmal gucken. Oh Gott, ey. Leute, mir läuft die Soße hier. Ihr glaubt ja nicht. Ey, bei uns sind es hier über 30 Grad. Und total schwül. Keine Luft, also kein Wind, kein gar nichts. So, ein bisschen hin und her wackeln. So, jetzt haben wir durch. Jetzt ist es durch. Jetzt hier passend drauf. So, und jetzt können wir hier festschrauben. Ja, das geht, aber die kleinen Schraubenzieher sind halt von der Griffigkeit her natürlich nicht so pralle. Wa? Da braucht man ja nichts sagen. Das harte Plastik hier, das ist echt... Da machst du eher die Finger wund als alles andere. Ist fest?
Hier will ich nur mal sicherheitshalber. Ja, hier geht nämlich noch was. So. Und dann drehen wir den einfach mal um. So, jetzt muss ich aufpassen mit meinem Mikrofon. So. Jetzt nehmen wir wieder hier ein Rad. Achso, ich habe ja hier schon ein Rad vorbereitet. So, und gehe mit dem Schraubenzieher hier rein. Halte praktisch das so hier drückt, dass halt die Schraube da nicht. So, und dann hier vorsichtig. So. Genau. Und dann können wir hier nämlich auch festschrauben. Wir haben zwei Ersatzschrauben. Das finde ich sehr gut. Weil geht öfters mal so was verloren. So. Na, muss noch ein bisschen fester. Oh, ich bin schon ganz wund an den Finger, ey. Ja, mein Engel. Ich hab dich auch lieb. Du freust dich auf den Truck, oder? Ja, bleib. Wo willst du hin? Ach so, ja. So. Jetzt ist es fest. Was damit anfangen sollst? Na, fahren. Hier in deiner Wohnung? Ja, und draußen. Der hast du auch für draußen gedacht. Über die Wiese und durch den Sandkasten. Kann man die Reifen denn auch waschen? Die kann man dann auch später waschen, ja. Meinst du, es ist Gummi? Ja. Im Gummi kann man waschen. Ja, brauchst du nicht waschen. Das ist ein Monstertruck, wenn die Reifen mal dreckig sind, sind sie dreckig. Okay. Denn, aber wenn sie ganz doll dreckig sind, darfst du damit nicht bei Mama spielen. Du weißt, wer Mama ist. So. Ich dachte gar nicht, dass die auch von draußen gedacht ist. Juna, du kannst ja mal unterm Wohnzimmertisch da gucken bei dir da. Hier auf der Seite, wo Papa mal sitzt. Da ist unten drunter so eine kleine Packung mit zwei Batterien. Die kannst du mal bitte raus runtergeben, vorgeben. Okay. Die brauchen wir für die Fernbedienung. Okay. Nee, auf der Platte vom Tisch, nicht unter dem Tisch. Da, wo der Kabel ist. Da, höher. Ja, und da ganz in der Ecke, weiter rüber. Ja, da sind irgendwo Batterien. Genau, die sind es. Na, gib mir her. Dankeschön, mein Engel. So, das ist fest. Ja, geht schon. So, und dann nehmen wir mal hier jetzt eins von den beiden Akku-Packs raus. Ist wieder Fummelarbeit. Achso, ich werde mal sicherheitshalber schnell noch die Schrauben hier erstmal vorher. Bupp. Josie, kommst du mal kurz? Ich kann nicht. Nur ganz kurz. Ja, was ist denn? Kannst du mir da mal Wasser reinmachen? Musst du nur so beim Wasser halten und dann einmal voll machen. Wie rum kommt denn das jetzt? Ach, hier ist der Nippel. Wenn so. Könnte ich dir bestimmt helfen. Wenn du groß wärst? Ja. Könnte ich dir bestimmt helfen. Ach, du bist süß. Wenn du den Monster-Truck verstehst. Jetzt muss Papa erstmal gucken, wie das denn hier reinpasst. Vom Akku-Pack her. Ja, danke schön. Warte mal, machen wir mal so, glaube ich. So. Dann
Ja, da brauche ich doch nochmal die Anleitung, wie man das da am besten reinlegt und was man mit dem Kabel machen soll. Steht natürlich nicht da, ganz toll. So. Also wenn ich den jetzt hier reinlege, so, dann ist da nicht mehr so viel Platz. Warte mal, wenn wir das jetzt so und dann so machen und so. Also nach hinten geht es schlecht. Also das wäre am besten, wenn wir das nach vorne machen. Akku und dann so und dann den halt, den, das Plastikding hier dazwischen. Also das ist ein bisschen, also ist zwar cool gemacht, aber für schnell mal wechseln ist es echt ungünstig. Papa, kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Oh, ja, natürlich. Oh, wartet mal, ich muss mal gerade her. Aber natürlich nicht ins Video. Ja, das möchte Mami nicht, das weißt du. So, also das passt. So, also man... Ich habe das jetzt einfach so nach links, aber ich denke mal, da wird es früher oder später Kabelbruch geben. Also da muss man mal gucken, wie wir das machen. So. Dann einmal das hier ab. Den hier rein, den hat Josie nämlich voll gemacht. Ups. So, na gut, ein bisschen Wasser läuft jetzt hier raus. Egal. So, jetzt haben wir das Auto fertig. Jetzt muss ich. Jetzt müssen wir noch in die Fernbedienung. Muss man Batterien machen. So. Hier rauf, runter, bumm. Dreifach A. Sind das Dreifach A oder Zweifach A, was ich hier habe? Ich komme mit dem Buchstaben, mit dem Roma durcheinander, ey, das ist so nervig. Das sind Doppel-A. Ja, die passen jetzt hier nicht. Mist. Moment, ich muss mal Batterien holen. So, ich habe zwei Batterien geholt. Ich habe ja bei Amazon die Amazon-Batterien geholt, die habt. Im Doppel-Dreifach-Pack-Dingsbums. Oh, der Akku ist gleich leer. Moment. Wo ist denn? Da. Haben wir noch rechtzeitig gesehen, damit der Akku leer ist. Oder geblinkt hat. So. Jetzt. On. Ah, hier leuchtet es blau. Oh. Uiuiuiui. Oh. Ui, ui. Da fährt er aber schnell. Also das vor zurück. Wir machten ja jetzt nichts. Wartet mal, ich muss das mal kurz hier. Auf die Verpackung stellen, damit der hier nicht abhaut. Was ist denn nun? Ey, wollt ihr mich veräppeln? Die Batterien sind voll. Wollt ihr mich veräppeln? Jo. Das sind volle Batterien. Die sind gerade frisch aus der Verpackung, die können nicht leer sein. Hat gerade frisch rausgeholt. Achso, das ist die Demo-Taste oder was? Hier Start. Ich will den Meister verhalten. Aber ich bin so aufgeregt. Mal, ich mach noch mal.
aus und an. Ah, weil ich hinten nicht gedrückt hatte. Ich habe hinten nochmal gedrückt und deswegen sieht das praktisch sozusagen aus. Vor, zurück. Nee. Also das soll eigentlich links-rechts sein, aber... Ich habe gedacht, dass die Achse sich denn, aber die Achse ist starr. Also, warum, wie der denn links, rechts fahren sollte, ist mir. Ein Rätsel. Ein Rätsel, genau. Ach, hier kannst du das Licht an- und ausmachen. Ach, hier. Jetzt kommt der Nebel. Ich weiß, was das sein soll. Was denn? Ach, das ist, glaube ich, für die... Uiuiuiui, was fährt er denn da zurecht? Moment. So, jetzt muss ich doch mal festhalten. Also das hier Wirbeldings. Dann haben wir hier noch so ein Wirbelteil. Alter, dann macht er denn irgendwas? Achso, links, rechts, die Achsen, das kann ich dann erst draußen testen. Oh Gott. Okay. Ah, jetzt kommt mehr raus. Aha, okay. Also hier haben wir Tasten drauf, Wirbel und Doppelwirbel und so. Das müssten wir dann halt testen draußen. Das kann ich jetzt nicht oben schlecht testen. Was die jetzt hier machen sollen, habe ich keine Ahnung. Wenn wir jetzt hier drückt halten, ist aus und hier drückt halten. Nee, einmal drücken ist an. Jetzt, so. Gleich, Hasi, gleich. Oh. Also er ist auf jeden Fall an. Aber ich habe wieder keine... Ich krieg das wieder nicht an hier. Gedrückt halten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der hat irgendwie zwei Tasten. Aber... Ah, jetzt. Irgendwie hat er einen Wackelkontakt vielleicht von der Fernbedienung her oder so. Und dann haben wir ja noch die Taste. Oh. So. Oh, ah, meine. So. Und ach, dann geht er hier hoch irgendwie. Gut. Und jetzt kommt Bietet hier. Es ist voll geil. Also ihr seht jetzt nur hier, aber es kommt aus beiden raus. Aber hier kommt irgendwie mehr für... Nee, es kommt auf beiden gleich, aber im Video sieht das kacke aus. Also hier, ich sehe es ja. Nee, doch, auf der anderen Seite kommt ein bisschen weniger. Aber egal, passiert was.
Das ist geil. Gut. Das soll es zum ersten Video dazu gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier hinten rankoppeln werde, wenn ich morgen oder übermorgen das aufnehme, wenn wir draußen sind und die Knöpfe mal alle testen werde. Und ich will die Akkus nämlich immer komplett leer fahren und komplett laden. Nicht, dass wir unten stehen und dann auf einmal ist er leer. Und die Kleine will jetzt unbedingt spielen. Aber hier oben werde ich das nicht aufnehmen. Wir haben hier nicht so viel Platz, aber man kann ja ein bisschen rumalbern. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hinten ranschneide oder ein separates Video mache. Also bis Ersteindruck von der Verarbeitung her finde ich okay. Das mit dem, dass das hier Wassernebel rauskommt, Wasserdampf rauskommt, finde ich saugeil. Vom optischen finde ich ein saugeil. Mit dem Krokodil oder Nas am Kopf hier praktisch mit den Dingern und dann. Und hier hinten noch die Zähnchen dran. So, warte, da. Nashorn ist das, was wir im Zoo gesehen haben, mit den beiden Hörnern. Ja, und dann einen großen fetten Knopf für an- und ausmachen mit Wechselakku und vor allen Dingen, dass ein Wechselakku auch mit bei ist, dass du beide voll machen kannst, dass halt die Kinder viel Spaß damit haben können. Hier hast du dann das Ladekabel, einfach USB rein, daran und dann wird sie laden. Nur hier kommen halt normale Batterien rein. Und schon habe ich die Klappe verloren. Die muss hier irgendwo liegen und ich habe sie verloren. Ach Mann. Trotzdem nicht verloren, Daddy. Die muss hier irgendwo liegen. Oder sie ist mir runtergefallen. Aber hier ist die Klappe, guck mal. Wo denn? Siehst du wieder mehr als ich? Ja. Wo denn hier? Eine graue Klappe und siehst du. Ach, da unten am Fußboden liegt es. Siehst du, wo der Truck hier gerade wilde Mies gespielt hat. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.